ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastelohase. So, ich habe noch mal eine kleine Happy Mail für euch. Wir haben von der lieben Jasmin ein Paket bekommen. Und als erstes zeige ich euch mal diesen tollen Umschlag, den sie uns gebastelt hat. Den hat sie mit Hilfe unserem Designpapier erstellt. Und das ist so eine, obendrauf ist so eine Schüttelkarte. Jetzt muss ich das Licht ein bisschen anders machen, dass ihr ein bisschen mehr seht. Ne? Aber hier also Schüttelkarte und dann hier mit der Geige drin. Da und das aus unserem Nostalgie-Set müsste das sein, glaube ich. Eine Karte und dann hat sie halt hier die Pappe damit einmal beklebt. Und hier hat sie zum Zumachen diese zwei Knöpfe angebracht, so dass man das öffnen kann. Und so hat man einen schönen Umschlag. Also ich finde das auch wirklich klasse gemacht. Also mit dieser Schüttelkarte da vorne drauf. Dann kann man das hier wieder zumachen. Dann hat man einen schönen, schönen Umschlag. Vor allem dieser Schütteleffekt, sowas finde ich auch immer klasse. Also ich finde eine ganz, ganz tolle Art, mal einen Umschlag zu machen. Wirklich auch mal was Schönes, was Individuelles. Und was man so eben auch nicht im Laden findet. Dann macht die Jasmin auch immer tolle Sachen. Dann hat sie uns nochmal reingepackt, dieses, das ist so Filzpapier quasi. Das sind so Kartenpapiere, die sind draußen mit so einem Filz beschichtet. Da kann man schön so zum Beispiel ein bisschen was draus stanzen. Oder so eine ganze Karte draus machen, das ist so schade. Oder wenn man zum Beispiel für Weihnachten eine Karte macht, ist dieser Rotton natürlich auf jeden Fall sehr schön. Da kann man auf jeden Fall schöne Sachen mitmachen. Und sie war in Schweden und hat uns einmal mitgebracht. Das ist der Vulgarion-Käse aus der Tube. Der soll wohl sehr lecker sein. Das ist da wohl, ja, gibt es da wohl ganz viel, dass wenn man halt so auf Wanderschaft geht, durch Wälder und so, und dann halt, dass man dann halt den Käse in der Tube mitnimmt und damit halt dann quasi so seine Verpflegung dabei hat. Das ist natürlich wesentlich einfacher, als wenn man da ein Stück Käse mit hat, was man dann immer noch schneiden muss. Und das sich halt gut wieder verschließen und soll sehr lecker sein. Ich habe den noch nicht probiert. Das werde ich mal machen. Sieht so aus, als wäre das so, ja, soll wahrscheinlich Richtung Edamer oder Emmentaler oder sowas sein. Auf jeden Fall so ein würziger Käse. Ich werde einfach mal kurz ein bisschen probieren. Bin ja normalerweise da etwas krüsch beim Essen. Aber das kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Also der schmeckt sogar wirklich. Also ich hätte es jetzt nicht so erwartet, dass du aus der Tube und auch so nach Käse schmeckt. Schmeckt wirklich ein bisschen nach so Emmentaler, Leerdammer, sowas in der Richtung. Schmeckt lecker. Ich glaube, wenn er richtig kühl ist, schmeckt er sogar noch ein bisschen besser. Also ich bin wirklich positiv überrascht und von mir ist das ein hohes Kompliment, weil ich bin ein schwieriger Esser. Vielen lieben Dank, Jasmin, schon mal an dieser Stelle für den Käse. So, dann hat die liebe Katze von der Jasmin, die wollte unseren Katzen auch so mit reinpacken und hat uns ein paar Spielbälle mit reingepackt. Barney und Baloo mal wieder ein bisschen was Neues zum Spielen. Verschiedenen Materialien mal. Auch ganz süß. Ganz lieben Dank schon mal dafür. Auch schon mal stellvertretend von Barney und Baloo und einen ganz lieben Grüß an die kleine Lina. Dann hat sie uns noch diese süße Filzäusel mit reingepackt. Hier, guckt euch die mal an. Ist die nicht niedlich? Die ist doch total süß, die kleine Eule. Alle diese riesen Augen. Und die gucken immer etwas erstaunt, aber ist doch ein echt süßer Anhänger. Und was man natürlich immer gut gebrauchen kann, hier so ganz viele kleine Abschnitte von Designpapier und sowas für Journals und sowas, natürlich absolut perfekt oder einfach zum Verzieren von Karten. Da hat sie uns auch noch so ein ganzes
Päckchen reingehauen hier. Sag ich jetzt mal so, das sind hier so, ihr seht so schöne kleine Abschnitte, auch so nostalgisch. Nostalgisch. Aber auch wirklich schöne Teile. Kann man super gebrauchen zum Verzieren. Könnte ich zum Teil auch gebrauchen, wenn ich mal doch mal wieder ein Album vielleicht mache, Richtung Vintage zum Beispiel. Da sind solche Abschnitte natürlich auch toll. Oder eben sonst für Journals halt irgendwie wirklich so. Einfach kleine Abschnitte, die man super mit reinmachen kann, wie hier diese Karten, hier diese alten Planetenzeichnungen und so. Also wirklich tolle alte Zeichnungen, auch so Fotos, sowas in der Richtung, super für Projekte zu gebrauchen. Und das ist auch wirklich, ein bisschen was. Da kommen wir eine Zeit lang mit aus. Dafür ganz lieben Dank. Das können wir auf jeden Fall immer super gebrauchen. Das andere mal weg. Dann hat sie uns noch diesen schönen Stempel hier mit reingepackt. Das ist dürfte ein alter Lavalan-Stempel sein. Die sind so schön Blumen drauf. Ist ein sehr schöner Stempel. Wie man hier sieht, der wird auch einen schönen filigranen Abdruck haben. Man kann man ganz toll zum Beispiel auch auf eine Karte setzen, so an den Rand noch als Akzent setzen oder sowas. Also wirklich toller Stempel. Dann hat sie uns noch einmal einen so einen Stanzer hier mit reingepackt. Das ist so ein Bordürenstanzer, den man dann schön nochmal an so einer Karte so einen Bordürenrand ausstanzen kann. Dann hat sie uns nochmal diesen Mini-Block hier mit reingepackt. Ich glaube, da sind so kleine Kärtchen oder ein kleiner Block drin. Ich gucke da jetzt mal rein. Diese Uhrleine sieht ja schon klasse aus. Sowas liebe ich ja auch total. Solche Motive. Genau, das sind hier so kleine Tags. Auch so im Vintage-Stil. Kurz gucken, ob ich das bisschen mehr beleuchte, ein bisschen besser sehen könnt. Hier so ein altes Einwegglas, alter Briefkasten, Entschuldigung. Und hier mal so ein altes Zahnrad. Muss mal kurz gucken, dass ich da euch mal was untere lege, damit ihr es noch etwas besser sehen könnt. Einfach, genau, kommt das besser zur Geltung. Ja, das sind so kleine. Auch nochmal so kleine Text quasi, die man dann schön auch nochmal in Projekte mit einarbeiten kann oder auf eine Karte setzen kann. Hier so eine alte Schreibmaschine. Die-Cuts sind das, genau. So nennt sich sowas. Hier auch diese Uhr mit den Zahnrädern quasi so ein bisschen. Und den Federn, der alte Postkasten nochmal. Also schöne kleine Die-Cuts nochmal, die man schön auf Karten und ähnliches setzen kann, zum Verzieren benutzen kann. Super schöne Sachen und eben auch in diesem Vintage-Stil. Den liebe ich ja auch total und Andrea mag den auch gerne. Aber es ist immer wieder toll, sowas zu haben. Immer wieder gut. So, dann ist hier noch einmal etwas aus Schweden und zwar nochmal ganz leckerer Salzlakritz. Ich liebe ja Salzlakritz, ne? Und die skandinavischen, schwedischen und so auch. Ich war ja selber zweimal in Schweden in meiner Kindheit und ich mag diese Lakritz einfach super gerne auch sowas. Und auch gerade diese Lakritz-Steine finde ich total lecker. Genau, der hat sie zwei Päckchen gerade reingepackt, quasi eins für Andrea, eins für mich. Da haben wir lecker nochmal was zu naschen abends. Und zum Schluss nochmal ein kleines Spielzeug. Eine kleine Kullermaus. Auch schön für die Katzis mit Federn dran. Dann können sie ein bisschen jagen, durch die Gegend schleppen. Bin schon mal ganz gespannt, was Barney und Baloo dazu sagen. So, das war die kleine Happy Mail von der lieben Jasmin. Ganz, ganz vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle, Jasmin, für die tollen Sachen, die du uns geschickt hast. Und ich dazu sehe, dass du dir auch Gedanken gemacht hast. Das freut uns immer, wenn wir auch mal nette Post von euch kriegen. Wirklich ganz vielen lieben Dank, dass ihr uns da auch was zurückgebt. Und so macht das einfach immer noch mal gleich wieder mehr Spaß, auch diesen Kanal zu betreiben. So. So, ich packe das mal kurz wieder weg.
nichts wegkommt. Das kriegen die Katzis nachher. Ihr schönes Spielzeug. Und dann, wie gesagt, mal gucken, was die dazu sagen. Und an dieser Stelle noch kurze Erinnerung. Bis morgen nehmen wir noch die Sammelbestellung entgegen. Morgen 20 Uhr. Ja, schon, wie gesagt, Jasmin, dir ganz, ganz vielen lieben Dank für das schöne Paket. Und euch anderen hoffe ich, dass es euch gefallen hat beim Zugucken, dass ihr einfach ein bisschen Spaß hattet, die Freude mit uns ein bisschen teilen konntet. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle wie immer noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, ganz liebe Grüße aus der Bastel-Oase.